meine Lieben, ich möchte heute mit euch über das Thema Milch sprechen. Und zwar wird ja immer gesagt, Milch ist so gesund, hat zu viel Kalzium und so weiter. Aber dass man das Kalzium aus der Milch nicht gut aufnehmen kann, wird einem vom Keim gesagt. Und zwar ist das Problem dabei, dass es auch tierische Eiweiße enthält. Und das Kalzium neutralisiert diese Eiweiße und die müssen dann wieder ausgeschieden werden. Das heißt, es bleibt nichts mehr übrig vom Kalzium. Wenn ihr jetzt also kalziumreiche Lebensmittel konsumieren wollt, dann ist das am besten durch Gemüse wie Fenchel, Brokkoli, Grünkohl, aber auch Hülsenfrüchte, Sojaprodukte oder auch getrocknete Pflaumen oder Aprikosen enthalten sehr viel Milch, Kalzium. Und dass Milch sowieso nicht so gut ist aufgrund der Hormone und der Antibiotika und alles, was da drin ist, das wissen ja die meisten von uns. Aber eben auch das Kalzium ist keine gute Quelle, um Milch aufzunehmen. Andersrum, Milch ist keine gute Quelle, um Kalzium aufzunehmen. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.